Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, wir haben eine neue Frage. Darf man als Christ meditieren? Ja, das ist gestellt als Ja- oder Nein-Frage. Und ich kenne nicht den Hintergrund des Fragenstellers, der die Frage eingereicht hat. Deswegen kann ich diese Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten. Denn die Vorstellung von dem, was Meditieren ist, die gehen heute sehr, sehr weit auseinander. Wir müssen da erstmal wirklich eine Worterklärung machen. Äh, denn die Frage ist ja, welchem Inhalt... Gibst du, oder welchen Inhalt gibst du diesem Wort meditieren? Also welches meditieren? Ne? Welches meditieren, genau. Und der Duden, wieder mal, die, der, der beste Ansprechpartner im ersten Moment, die Definition, was ist meditieren, das bedeutet nachsinnen, nachdenken, Betrachtungen anstellen. In diesem Sinne, bitte meditiere, ja? Denke nach, ja? Über das ja denke nach, stelle Betrachtungen an. Gott gab dir ein Gehirn, bitte benutze es. Ja, bitte benutze es. Meditieren hat aber auch eben diese andere unbiblische Seite. Und Meditation wird gebraucht im Sinne einer, also sehr oft wird es heute so gebraucht, im Sinne einer geistig religiösen Übung, um das innere Selbst zu erfahren oder um von höheren Gottheiten erleuchtet zu werden. Dazu soll man dann, wird man dann aufgefordert, dazu soll man dann den eigenen Geist entleeren, denn schließlich verdrängt ja unser Verstand. Den Zugang zu unserem inneren Selbst. Und den muss man ja überwinden, ja? Es geht ja nicht. Und da muss ich ehrlich sagen, das erinnert mich natürlich an das, was die Charismatiker mal früher auch gesagt haben. Ja, da wurde mir auch gesagt, du musst deinen Verstand ausschalten, damit der Geist wirken kann. Also Vorsicht, wenn irgendwo irgendjemand sowas sagt. Ja? Meditation ist, wie gesagt, ein sehr, sehr weites Feld. Und es gibt je nach religiösem Hintergrund, in dem man diese Meditation eben übt, gibt es verschiedene Wege und Techniken. Wir kennen das zum Beispiel aus dem Hinduismus oder Buddhismus, das ist sehr, sehr populär. Heute wird diese Art der Meditation auch mit verschiedenen Entspannungstechniken verbunden und mein Eindruck ist, dass die Menschen sich oft nicht darüber bewusst sind, dass diese Übungen, ja, die ihnen ja teilweise auch von Therapeuten und von Medizinern ja empfohlen werden, dass die oft sich nicht bewusst sind, dass diese Meditationstechniken ihre Wurzeln wirklich im Okkulten haben. Ja, bloß mal Stichwort Yoga. Ja, selbst bei uns im Kindergarten im Pencun können die Kinder schon Yoga machen, wenn sie wollen. Und ich will niemandem unterstellen, dass er da irgendwie die Kinder zu, zu Okkultismus. Man sieht das als Gymnastik und all ist. Aber die Wurzeln des Yogas sind okkult, denn im Yoga wird ein Weg trainiert, der in die, die Selbsterlösung führen soll. Das ist der Weg der Selbsterlösung aus eigener Kraft sozusagen. Und das steht natürlich in krassem Gegensatz mit dem, mit dem Evangelium. Das ist völlig unvereinbar, denn nach dem Evangelium gibt es eben Erlösung allein aus Gnade. Denn nur Jesus ist der Weg in die Erlösung. Und bei diesen ganzen Arten der Meditation kann man bloß wirklich ganz, ganz klar sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir sollen nach biblischer Definition des Meditierens sollen wir nicht den Geist entleeren, sondern wir sollen nüchtern bleiben. Ja, die Bibel lehrt das an so vielen Stellen, dass wir alles prüfen sollen, ja. Äh, was weiß ich, 1. Thessalonicher 5, Vers 21 oder Epheser 5, Vers 10 oder auch Philippa 1, Vers 10, eine wunderbare Stelle, wo wir um Erkenntnis ringen sollen, damit wir prüfen können, ja? Erkenntnis in Liebe, damit wir prüfen können. Also. Die Bibel sagt: Prüf alles, nichts von Verstand entleeren. Und die Bibel ruft auch uns immer wieder zur Nüchternheit auf. Ja, so diese 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 Standardstelle aus 1. Petrus 5, Vers 8. Petrus schreibt: Seid nüchtern und wacht. Warum? denn euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Diese schlechte Arten der Meditation gehören eben zu diesem, zu diesem Repertoire A, der listigen Kunstgriffe des Teufels, die er eben benutzt, um die Gläubigen zu verführen und von der Wahrheit der Bibel wegzuziehen. Deswegen Vorsicht. Vieles was heute unter dem Begriff Meditation angeboten wird und ich nenne jetzt bloß mal ein paar Stichworte, was weiß ich, Konzentrationsübungen, ja, äh, Mantras, Gymnastikübungen, Atemübungen, ja, Visualiz äh, Visualisation oder oder die Mandalas, die die Kinder malen, ja, oder oder ganz innen auch meditatives Tanzen, mhm. ja, die werden seit Jahrtausenden von Schamanen praktiziert, um die Grenzen zur unsichtbaren Welt zu durchbrechen und um dann sogar wenn man Erfolg hat, mit Geistern Kontakt aufzunehmen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Aber wir müssen uns wirklich bewusst sein, die Bibel sagt, wir sollen uns nicht fremd bestimmen lassen. Das sind alles keine Spielereien, sondern solche heidnischen Praktiken sind dem lebendigen Gott ein Greuel. Was weiß ich, 5. Mose 12 oder so, das steht mehrfach in der Bibel. Wir sehen einfach ganz klar, die biblische Meditation ist völlig anders. Du brauchst deinen Verstand, du brauchst Nüchternheit und du sollst dein... Verstand aktiv benutzen, indem du nachdenkst. Also nochmal, meditieren bedeutet Nachsinnen, Nachdenken, Betrachtungen anstellen. Das ist der ursprüngliche Inhalt von meditieren in der Bibel. Und da ist ein wunderbares Beispiel Psalm 1. Und ich will jetzt kurz im Psalm 1 gehen. Ja, der Anfang will ich lesen. Ja, da steht hier, wohl dem, wohl dem. Der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Jetzt werden also Dinge aufgezählt, die wir nicht tun sollen. Also wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und jetzt Vers 2, kommt der interessante Vers, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Tag. Und Nacht. Jetzt ist die Frage, was ist damit gemeint? Ja? Nachsinnen Tag und Nacht ist damit gemeint, dass wir als Christen ununterbrochen auf den Knien legen, 24 Stunden und beten oder dass wir ständig Bibel lesen, was ja teilweise, wenn man Auto fährt, durchaus problematisch sein kann. So ist das natürlich überhaupt gar nicht gemeint, sondern wenn das wort was hier benutzt wird was die schlacht damit sind übersetzt ist im hebräischen das wort hagar und hagar heißt wörtlich nachdenken worüber nachdenken natürlich über das wort gottes und lateinisch übersetzt heißt das wort was meditari von dem eben unser wort meditieren abstand ja und es geht hier also in diesem in diesem vers darum dass das wort gottes uns ständig gegenwärtig ist in unserem ganzen Leben. Das ist die eigentliche Bedeutung, Bedeutung von meditieren. Es ist auch, also oft wird gesagt, ja meditieren ist eben Gebet und so, aber das ist in der Bibel nicht so. Meditieren ist ein ganzes Konzept und ein Aspekt dieses äh, dieses Konzeptes, wo es ums Meditieren geht, ist eben das Gebet. Aber eben nur einer. Mein Fazit zu der Frage: Darf man als Christ meditieren? Ja. Ja, denn Gottes Wort soll dir gegenwärtig sein. Ja, denke darüber nach, beziehe es ein in deinen Alltag, egal wann, egal wo, egal was du gerade tust. Und in diesem biblischen Sinne ist Meditieren absolut erwünscht. Ja, herzlichen Dank. Und auch euch, liebe Zuschauer, wir wollen euch auch einfach dazu ermutigen, dieses Buch darüber nachzudenken, darüber zu meditieren, nachzusinnen. Und wir wollen euch dieses, diese Ausgabe gerne schenken und ähm, schreibt uns einfach, ähm, lasst uns eine Nachricht zukommen, und wenn ihr dieses Buch, das wichtigste Buch ähm, dieser Welt, nun ich habt, dann wollen wir euch das gerne zusenden. Wünschen euch Gottes Segen. Frag die Bibel ist ein Dienst der Evangeliumschristengemeinde Berlin-Hellersdorf. Wenn auch du Fragen hast, die dir helfen können, unseren Herrn Jesus Christus kennenzulernen oder noch mehr zu lieben, dann stelle sie gerne per E-Mail an fragen.ecg.berlin oder über unsere Webseite auf www.ecg.berlin. fragen